Ganz herzlich willkommen, Katharina und Lisa. Wir freuen uns ganz sehr, dass ihr euch bereit erklärt habt, bei uns diese Live-Session zu gestalten. Und zwar zu einem Thema strukturierten Wissenstransfer in der Praxis am Beispiel vom Onboarding, also unter dem Titel Onboarding leicht gemacht. Ich denke mal, ihr könnt euch selber und euer Unternehmen besser vorstellen, als ich das kann. Und damit übergebe ich euch gerne das Wort. Ja, danke dir. Auch von unserer Seite nochmal herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass wir ein paar Worte verlieren dürfen über das, was wir so machen, was wir in der Praxis zum Thema Einarbeitung und Wissenstransfer so erleben und freuen uns natürlich auch auf den Austausch mit Ihnen dann im Anschluss dazu. Bevor wir noch so ein paar Worte zu uns sagen, vielleicht erstmal das, was wir uns für heute so vorgenommen haben in der, ich sag mal, ungefähr nächsten halben Stunde. Klar, wir werden uns gleich nochmal kurz vorstellen, dann werden wir eine kleine Einführung geben, wie verstehen wir den Onboarding-Prozess, was bedeutet Onboarding für uns eigentlich. Und dann haben wir zwei große Praxisbeispiele mitgebracht. Das eine ist vom LWL, da geht es eigentlich im ersten Schritt erst einmal darum, wie kann man eigentlich in der Einarbeitungszeit oder für die Einarbeitungszeit die relevanten Wissensaspekte überhaupt finden. Also welches Wissen müssen wir eigentlich übergeben, wenn es um die Einarbeitungszeit geht. Und das zweite Praxisbeispiel von der Firma Goldbeck, da geht es dann konkret darum, wie Wissensvermittlung in der Einarbeitungszeit stattfinden kann. Genau, und am Ende dann auf jeden Fall noch die Zeit für offene Fragen und Ihr Feedback. Und genau, Dirk hat es schon gesagt, gerne während des Vortrags auch schon Fragen im Chat sammeln, dann haben wir hinterher die Möglichkeit, da konkret drauf einzugehen. Ja, wer sind wir überhaupt? Dirk hatte eben auch schon gefragt, wer sind eigentlich diese Gildenhaus-Seminare und wie hängen sie mit CK2 zusammen? Frage hören wir ganz oft, deswegen nur so ein paar ganz kurze Worte zu uns und wie wir zusammenhängen. Ich habe es auf der Einleitungsfolie wahrscheinlich auch schon gesehen. Bei mir stand CK2 Beratung für Wissensmanagement dahinter, bei Katharina stand Gildenhaus-Seminare dahinter. Wir arbeiten tatsächlich unter einer GmbH zusammen, das ist die Ivo Keller GmbH. Die tritt aber eigentlich nach außen kaum in Erscheinung, sondern wir arbeiten eben mit diesen zwei Marken. Wir sind ein Unternehmen von mittlerweile 15 Mitarbeitern. Dieser rote Kontext, der CK2-Kontext, das ist die Marke, bei der wir uns um das Thema Wissensmanagement beschäftigen. Das heißt, wir begleiten Unternehmen dabei, letztendlich ihr Wissensmanagement zu professionalisieren. Und eins unserer Kernthemen dabei ist das Thema Wissenstransfer, insbesondere eben vom Hintergrund von Personalwechsel. Und das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Ich bin seit 3 Jahren jetzt ungefähr dabei, habe mittlerweile die Verantwortung für den Bereich Wissenstransfer übernommen. Genau, und bin in verschiedenen Projekten mit dabei, gebe Seminare zu dem Thema und versuche das Thema auch kontinuierlich weiterzuentwickeln. Die andere Marke, das sind die Gildenhaus-Seminare, sozusagen der grüne Bereich hier im Bild. Wir sagen mal, wir sind kein klassisches Weiterbildungsinstitut. Bei uns kann man eben verschiedene Themen der beruflichen Weiterbildung erleben. Wir haben ein offenes Seminarprogramm. Wir sitzen hier in Bielefeld, zu dem man sich ganz offen anmelden kann. Wir bieten aber unsere Themen auch alle in Form von Inhouse-Veranstaltungen an. Und ein großes Thema bei uns, das Thema Akademiemanagement. Da kannst du, glaube ich, ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, sehr gerne. Hallo auch von meiner Seite. Ich bin Katharina Schweitzer, 29 Jahre alt, seit fast einem Jahr bei den Gildenhaus-Seminaren tätig und hier hauptverantwortlich für das Produkt, was sich mein Campus nennt. Ist bei uns im Prinzip synonym für das Thema Akademiemanagement, also die Organisation von Wissensvermittlungen in Richtung Kunde oder Mitarbeiter in den Unternehmen. Das sind auch die Praxisbeispiele, wo wir nachher weiter drauf eingehen werden. Genau, und das letzte Bildchen, was Sie hier noch sehen, das ist das Thema exzellente Wissensorganisation. Da sind wir Mitinitiatoren, also das ist ein Award letztendlich, der von verschiedenen Mitwirkenden gestaltet wird. Ist ein Award im Bereich Wissensmanagement, den wir alle 3 Jahre vergeben und auf den können sich eben Unternehmen bewerben, die von sich behaupten, sind schon ziemlich gut im Bereich Wissensmanagement. Ist ein ganz spannender Award. Wenn Sie da so ein paar Fallbeispiele interessieren, können Sie da gerne mal auf die Website gehen. Da beschreiben die Unternehmen ganz genau, welche Maßnahmen sie umgesetzt haben, was ihnen geholfen hat im Bereich Wissensmanagement. Ist tatsächlich ganz spannend und wir werden dieses Jahr auch in eine neue Runde gehen. Also da wird es eine neue Bewerbungsphase geben. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen von Ihnen auch spannend. Das soll es aber dann auch schon so gewesen sein zu uns. Wir möchten ja vor allem heute davon erzählen, was wir so in den Unternehmen gesehen haben. Und da, so kurz zur Einleitung erst einmal, was ist überhaupt Onboarding? Warum ist Onboarding eigentlich gerade so wichtig, wird so, ich sag mal, gehypt, wo wir doch eigentlich schon immer einarbeiten mussten? Was macht das so besonders? Wir glauben, das sind vier, insbesondere diese vier Entwicklungen, die das Thema eben gerade so groß machen.
Das eine ganz klar ist das Thema demografischer Wandel. Wir haben eben in den Organisationen im Moment viele ältere Mitarbeiter. Und das heißt, wir werden in den nächsten Jahren, und wir haben es derzeit auch schon, werden es in den nächsten Jahren noch intensiver erleben, dass eben viele Mitarbeiter altersbedingt ausscheiden. Das heißt, viele neue Mitarbeiter müssen möglichst schnell eingearbeitet werden. Und die Herausforderung, die da so ein bisschen zukommt, ist eben, dass die Generation oder für diese Generation, die eben im Moment ausscheidet, ganz typisch ist, dass sie eben sehr, sehr lange immer in den Unternehmen angestellt waren. Ich glaube, heute ist es häufiger so, dass man die Unternehmen wechselt, 5 Jahre hier bleibt, 5 Jahre da bleibt, aber viele der Mitarbeiter, das erleben wir zumindest so, sind tatsächlich seit 25, seit 30 oder mal seit noch mehr Jahren in dem gleichen Unternehmen angestellt. Das heißt, die haben eben eine immense Zeit, ganz viel Erfahrungswissen zu sammeln, was super wichtig ist für die Unternehmen. Und die Herausforderung besteht natürlich darin, dieses Wissen jetzt nicht zu verlieren. Vielleicht als kleines Beispiel, ich meine, Sie kennen das ja auch alle aus den eigenen Unternehmen. Wir haben im letzten Jahr mit den Stiftungen Lethl zusammengearbeitet. Die sitzen auch hier in Bielefeld, kennt man, glaube ich, aus dem sozialen Bereich. Und bei denen ist es so, die haben mal so eine Altersstrukturanalyse gemacht und haben für sich festgestellt, dass ich glaube, bis 2025, also in den nächsten 7 Jahren, fast 50% der Führungskräfte allein altersbedingt ausscheiden werden. Das finde ich schon echt Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt. Da sind die Fachkräfte noch gar nicht mit einbezogen. Also ganz klar, demografischer Wandel hat hier einen großen Einfluss. Dann ist es so, dass bei Neueinstellungen eine relativ hohe Fluktuationsrate herrscht. Man bezeichnet Onboarding auch ganz oft als Abschluss eines Recruiting-Prozesses. Also dass quasi erst mit dem Onboarding das Recruiting wirklich abschließt, weil eben das eine Phase ist, wo viele Mitarbeiter sich überhaupt entscheiden, ob sie bleiben wollen oder wieder gehen. Das heißt, eine gute fachliche Einarbeitung ist eben extrem aufwendig. Das merken wir hier intern bei unseren eigenen Mitarbeitern natürlich auch immer wieder. Eine gute Einarbeitung ist echt ja, sehr aufwendig, sehr anstrengend, aber es ist eben auch super wichtig. Zum einen, weil es ganz viel mit der Zufriedenheit macht. Kennt bestimmt auch der ein oder andere, wenn man so eine Einarbeitungszeit hat und das Gefühl hat, man kommt überhaupt nicht voran, kann irgendwie noch gar nicht richtig mitarbeiten, weil eben keiner zeigt, wie es funktioniert, wie die Prozesse ablaufen. Man kommt irgendwie nicht ins eigenständige Arbeiten. Das ist super frustrierend und sorgt natürlich auch dafür, dass gerade jetzt eben vom Hintergrund des Fachkräftemangels auch Mitarbeiter sagen, habe ich keine Lust drauf, suche ich mir doch wieder ein anderes Unternehmen. Extrem teuer für die Organisation natürlich. Aber auch für die Organisation ist es natürlich wichtig, dass die Mitarbeiter eben schnell ans eigenständige Arbeiten kommen und eben ja selbstständig Aufgaben übernehmen können. Und klar, es geht natürlich auch beim Thema Einarbeitung darum, Fehler zu reduzieren oder sogar eben zu vermeiden. Das letzte Thema, und das wurde, glaube ich, im MOOC auch schon ganz viel thematisiert, weil es eben so aktuell ist, sind die neuen Anforderungen der ISO, die jetzt das erste Mal zum Thema Wissen der Organisation gestellt werden. Und ja, auch wahrscheinlich schon oft gehört, da heißt es eben, dass die Organisation das Wissen zum einen bestimmen muss, das sie eben braucht, damit sie die Prozesse durchführen kann und zur Konformität von Produkten und Dienstleistungen, dass sie die gewährleisten kann. Und dass dieses Wissen eben auch in erforderlichem Umfang zur Verfügung gestellt werden muss. Das sind diese Anforderungen, die in der ISO stehen. Und das betrifft die Einarbeitungszeit natürlich insbesondere. Genau, das heißt, viele verschiedene Entwicklungen gerade, die uns immer wieder auf das Thema Onboarding, strukturierte Einarbeitung bringen und warum es sich eben lohnt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Genau, auf der nächsten Folie haben wir einfach nochmal die klassischen Phasen, also die theoretischen Phasen des Onboarding-Prozesses aufgeführt, damit Sie einfach ungefähr einordnen können, ja, wo unsere Praxisbeispiele, die wir Ihnen gleich vorstellen möchten, zu verorten sind. Also wenn man Personaler im Unternehmen fragt, wie wir das in der Praxis erleben, was bedeutet Onboarding für Sie, dann haben wir einfach häufig gehört, naja, eigentlich gibt es ja ganz, ganz viele Schritte vor dem Onboarding, also bevor der Mitarbeiter kommt. Du hast eben den Recruiting-Prozess schon erwähnt. Und die Vorbereitung vor dem klassischen Onboarding ist eigentlich das A und O. Aufgelistet hier eben unter dem Aspekt Pre-Boarding. Genau, wo unsere Praxisbeispiele dann ansetzen, ist eben genau in der Onboarding-Phase. Genau, also wenn der Mitarbeiter dann letztendlich vor Ort ist, sich für das Unternehmen entschieden hat. Und da geht es eben um strukturierte Wissensvermittlung und Fortbildung. Genau, Lisa hat das ja anfangs bei der Agenda schon erwähnt. Zum Thema strukturierte Wissensvermittlung hat sie ein Praxisbeispiel mitgebracht. Und dann, genau, wenn es in Richtung Fortbildung, Akademie geht, habe ich das zweite Praxisbeispiel mitgebracht. Dann gibt es noch die Integrationsphase, wo es einfach darum geht, den Mitarbeiter auch sozial zu integrieren. Da sind dann diverse Projekte, die dem Mitarbeiter auch gezeigt werden. Ja, Teambuilding, persönlicher Netzwerkaufbau etc. pp., was man eben so kennt.
Genau, als letzter Schritt ist natürlich immer wichtig, die Einarbeitungsphase auch zu evaluieren. Bedeutet regelmäßig mit dem Mitarbeiter zu sprechen, einfach ein direktes Feedback einzuholen. Und der Personalleiter von Goldbeck, von dem Beispiel, was ich mitgebracht habe, der Herr Eggers, hat da als eine Methode das 100-Tage-Gespräch empfohlen. Das kommt ja, glaube ich, ursprünglich aus Amerika rübergeschwappt, wo ja nach den ersten 100 Tagen Amtszeit des neuen Präsidenten das Gala-Dinner im Weißen Haus stattfindet und die ersten Themen der neuen Amtszeit sozusagen reflektiert werden und öffentlich auch debattiert werden. Genau, auch die Unternehmen übertragen, geht es einfach darum, nach den ersten 3 Monaten mit dem Mitarbeiter einfach direkt auch nochmal zu sprechen und ihn einfach zu fragen, wie die ganze Einarbeitung stattgefunden hat, ob er dann ein Feedback hat, gerade beim Preboarding, wo ja die Unternehmensleitbilder verschickt werden, Kernarbeitszeiten vermittelt werden und so weiter, ob da was gefehlt hat oder eben ob der Arbeitsplatz in der Onboarding-Phase richtig vorbereitet war. Genau, das sind dann einfach die Themen, wo man ja im Nachgang auch immer noch gut für den nächsten Prozess nochmal dran arbeiten kann. Genau, wenn das alles optimal läuft, ist natürlich der Punkt, den Lisa auch eben erwähnt hat, mit der hohen Anfangsfluktuation. Genau. Optimalfall, genau. Genau, und wir hoffen, dass wir auf den nächsten Folien ein paar Beispiele einfach zeigen können, wie das Ganze vielleicht gut und auch relativ einfach und kostengünstig abgebildet werden kann. Ja, wie kann ich für die Einarbeitungszeit die relevanten Wissensaspekte überhaupt erstmal identifizieren? Das ist ja sozusagen Schritt 1, denn bevor ich mir irgendwie Gedanken machen kann, wie soll jetzt konkret mein Onboarding, meine Einarbeitung stattfinden, muss ich ja erstmal irgendwie rausfinden, um welche Wissensaspekte geht es überhaupt. Welche Wissensaspekte sind in der Einarbeitung überhaupt relevant? Welche können wir vielleicht später vermitteln? Welche möchten wir vielleicht auch gar nicht mehr vermitteln? Gibt es ja auch manchmal. Genau, da habe ich eben das Praxisbeispiel vom LWL mitgebracht. Mit dem LWL haben wir uns nämlich mit dieser Fragestellung ein bisschen genauer beschäftigt. Wer nicht hier aus der Region kommt, kennt den LWL vermutlich nicht. Das ist ein Kommunalverband hier, Kommunalverband Westfalen-Lippe. Die betreiben eben Museen, Krankenhäuser, Förderschulen, verschiedene Einrichtungen im öffentlichen Bereich. Das sind über 16.000 Mitarbeiter. Das heißt, sie haben eben auch eine ziemlich große Ausbildungsabteilung. Wir haben ziemlich viele Auszubildende. Um diese Auszubildenden ging es auch, als wir uns eben mit dem Thema Einarbeitung beschäftigt haben. Ist ja ganz typisch für die Ausbildung, dass die Azubis eben die Abteilung immer wechseln. Das heißt, bestimmte Intervalle verbringen die in einem Fachbereich oder in einer Abteilung und dann geht es auf zur nächsten Einheit. Und das Problem, was, glaube ich, viele in der Ausbildung haben oder viele Ausbilder auch haben, ist, dass sie eigentlich gar nicht genau wissen, was vor ihnen und nach ihnen passiert. Das heißt, da kommt ein neuer Azubi zu mir. Ich habe eigentlich keine Ahnung, inwieweit der vorher eingearbeitet wurde, welches Wissen bei ihm schon vermittelt wurde, wo gegebenenfalls noch Lücken bestehen. Und ich weiß auch gar nicht, worauf meine Kollegen vielleicht aufbauen. So war es zumindest beim LWL in vielen Fällen. Und genau, deshalb war das Ziel letztendlich, die Einarbeitung der Auszubildenden zu optimieren, indem man eben auch so ein Stück weit Standardisierung da reinbringt und guckt, wie können wir eigentlich die Einarbeitung vereinheitlichen. Ja, wie haben wir das konkret gemacht? Wir haben so eine kleine Prozesskette mal aufgezeichnet. Der erste Schritt war, dass wir eine überfachliche Wissenslandkarte produziert haben. Was eine Wissenslandkarte genau ist oder was wir darunter verstehen, zeige ich gleich auf der nächsten Folie nochmal. Letztendlich bedeutet es aber eigentlich nur, dass wir überlegt haben, welches Wissen, welches überfachliche Wissen ist eigentlich für jeden Auszubildenden erstmal wichtig. Das heißt, da ging es nicht um irgendwelche fachlichen Aspekte, sondern wirklich, keine Ahnung, so klassische Beispiele wie, wie werden hier die Stunden aufgeschrieben, was muss man über die Organisations- oder Unternehmenskultur wissen und so weiter und so fort. Das heißt, das haben wir erstmal in einem großen Workshop mit allen zusammen gesammelt. Wie man sich vorstellen kann, kam da eine riesige Menge an Wissensaspekten raus. Und so haben wir dann versucht, eine Priorisierung vorzunehmen. Haben überlegt, okay, welche Aspekte brauchen wir jetzt wirklich direkt in der Einarbeitungszeit? Welche lassen sich vielleicht irgendwie automatisch vermitteln? Womit fangen wir an? Und diese priorisierten Aspekte haben wir dann in einen Transferplan übertragen. Transferplan meint letztendlich nichts anderes als eine große Tabelle, wo wir die einzelnen Aspekte aufgeschrieben haben und zudem notiert haben, wie das Wissen transferiert werden soll. Auch da kommen wir später nochmal zu, weil wir der festen Überzeugung sind, dass man eben nicht nur durch persönliches Erklärgespräch das vermitteln kann, sondern dass es da viele verschiedene andere Möglichkeiten gibt, wie irgendwelche Vorlagen, Checklisten, Videos und so weiter und so fort. Das heißt, wie soll dieser einzelne Aspekt konkret übergeben werden?
Und tatsächlich auch, wer soll das machen? Also machen wir das in einer gemeinsamen Einarbeitungswoche der Azubis oder macht das der einzelne Fachbereich, wo der Azubi startet, oder kriegt der einen Paten, oder wer soll das eigentlich genau machen? Genau. Diesen Standardtransferplan, der jetzt erstmal nur diese überfachlichen Aspekte enthält, den haben wir dann ergänzt um die fachlichen Aspekte. Das heißt, jeder Fachbereich hat nochmal eine zusätzliche Wissenslandkarte gezeichnet für wirklich nur die fachlichen Aspekte und hat den Transferplan dann individuell ergänzt. Und dann haben die gestartet, erste Einarbeitungsinhalte zu produzieren. Also genau sowas wie Vorlagen, Checklisten, Videos. Das ist so der komplette Prozess, wie er aussehen soll. Komplett fertig sind wir mit dem LWL da noch nicht. Aber das ist sozusagen das Idealbild. Ich würde jetzt einfach mal so in die einzelnen Prozessschritte ein bisschen näher reinzoomen. Der erste Punkt war ja, die relevanten Wissensaspekte erstmal zu finden. Ich habe schon gesagt, das machen wir mit Hilfe einer Wissenslandkarte. Und um sich dieser Wissenslandkarte zu nähern, nutzen wir 6 verschiedene Wissenskategorien. Haben wir bestimmt, wurde da auch schon im MOOC drüber gesprochen, ist ja ganz klar, so dieses, schreib mal dein Wissen doch alles auf, was du so hast, und zeig mal her, das funktioniert halt nicht so, ist ein riesiges Konstrukt, und wir haben versucht, 6 Wissenskategorien zu finden und somit eine Strukturierung da reinzubringen. Und das sind jetzt hier einmal diese 6 Wissenskategorien abgebildet. Das ist das Fachwissen, wie der Name schon sagt, geht es da eben um fachliche Aspekte. Es gibt das Thema Arbeitsorganisation, da geht es ganz viel um tägliche Prozesse, um IT-Geschichten und Ablage, um Kommunikation und Kooperation. Es gibt die Kategorie persönliches Netzwerk, einmal extern zu Kunden, Lieferanten und so weiter und einmal intern in die Organisation. Es gibt die Kategorie Führungswissen, eher relevant tatsächlich für Führungskräfte. Es gibt die Kategorie Projektwissen, wo es um interne, externe Projekte gibt, aber auch um abgeschlossene und aktuelle Projekte, die Unterscheidung nochmal zu machen, und der Aspekt Unternehmenskultur. Genau, das sind so diese Kategorien, mit denen wir arbeiten. Und Wissenslandkarte bedeutet für uns letztendlich nichts anderes, als dass wir die Methode Mindmapping zum Einsatz kommen lassen und dann mit den Wissenskategorien als Hauptäste arbeiten und versuchen, uns immer quasi weiter tiefer zu verästeln und so Relevanzen zu finden. Die Wissenslandkarte, die persönliche, wurde ursprünglich als Instrument entwickelt, wenn es ums Ausscheiden von Mitarbeitern geht. Das heißt, wenn ich jetzt mein Unternehmen verlassen würde und meine Position verlassen würde, dann würde ich versuchen, so eine persönliche Wissenslandkarte zu erstellen, würde dann eben versuchen, relevante Punkte zu finden und könnte die dann in einen Transferplan übertragen. Und wenn jetzt beispielsweise Katharina meine Nachfolgerin wäre, dann könnte man eben in diesem Transferplan ganz gut gucken, wie ich ihr die einzelnen Aspekte übergeben soll. So, und jetzt versuche ich mal einmal aus diesem Programm rauszugehen und das zu wechseln. Genau, dann würde ich nämlich einfach mal in 2-3 Minuten skizzieren, wie sowas aussehen kann, dass man sich das ein bisschen konkreter vorstellen kann. Das wäre jetzt meine persönliche Wissenslandkarte mit den 6 Kategorien, die ich eben vorgestellt habe. Und ich fange zum Beispiel mal mit dem Thema Arbeitsorganisation an. Ich hatte eben schon gesagt, da gibt es einmal das Thema Prozesse und es gibt das Thema IT. Und dann würde ich jetzt beginnen, mal zu überlegen, mit welchen IT-Instrumenten arbeite ich denn so täglich. Das sind zum einen ganz klar die Office-Programme. Word, Excel, Outlook und so weiter und so fort, würde ich sagen, habe ich keine besonderen Fähigkeiten, kein besonderes Wissen drin, was meine Kollegen nicht mindestens genauso haben. Da würde ich jetzt gar nicht weiter in die Tiefe gehen. Würde sagen, okay, Haken dran, müssen wir uns nicht weiter darüber unterhalten. Dann gibt es bei uns ein CRM, ein Kundenmanagementsystem, das nennt sich Caspia. Auch da arbeiten wir eigentlich alle mit. Wir haben eine Kollegin, die sich ums Marketing kümmert, die da eigentlich ziemlich tief drin steckt. Auch da würde ich sagen, habe ich kein Wissen, müssen wir nicht näher darauf eingehen, habe ich nichts, was ich übergeben müsste. Dann gibt es ein Tool, das nennt sich Rapid Mail. Das nutzen wir auch zum Marketing, und zwar kann man darüber Newsletter versenden. Und das ist tatsächlich so, dass die Logins momentan bei mir liegen und dass ich auch die Einzige bin, die da bisher Inhalte geschrieben hat und Vorlagen erstellt hat. Also das haben meine Kollegen bisher noch nicht genutzt, das Tool. Das heißt, das wäre so ein Punkt, wenn ich jetzt tatsächlich ausscheiden würde, wäre das ein relevanter Wissensaspekt, den ich übergeben müsste. Und den würde ich mir jetzt halt einfach in dieser Mindmap mit einer roten Flagge markieren, sodass ich weiß, okay, hier habe ich schon mal einen Aspekt gefunden. Anderes Thema, persönliches Netzwerk. Da gibt es einmal das Netzwerk nach innen zu den Kollegen und es gibt das Netzwerk nach außen. Nach außen gibt es dann einmal Lieferanten und Kunden zum Beispiel. Bei Kunden haben wir diesen einen Kunden
XY in Koblenz. Da haben wir zum Thema Wissensmanagement ein Projekt gemacht. Konkret ging es da um eine Suchmaschine. Und da gibt es diesen Abteilungsleiter XY, nenne ich ihn mal. Und zu dem hatte ich den meisten Kontakt. Zu dem würde ich sagen, habe ich eine ganz gute Bindung aufgebaut. Da habe ich, glaube ich, ganz gutes implizites Wissen, was letztendlich im Kundenmanagementsystem so nicht hinterlegt ist. Das heißt, wenn ich ausscheiden würde, wäre das auf jeden Fall ein Aspekt, den ich in irgendeiner Form übergeben müsste. Da müsste man nochmal genau schauen, wie kann man das machen, gerade so Beziehungswissen. Aber das wäre auf jeden Fall ein Aspekt, um den man sich kümmern müsste. So, das einfach jetzt mal so als Beispiel an zwei Aspekten, wie man sich da so runter verästeln kann. Und wie gesagt, ursprünglich nutzen wir diese Methode eben als persönliche Wissenslandkarte, wenn jemand ausscheidet, dass man eben die richtigen Aspekte findet, die zu übergeben sind. Letztendlich lässt sich die Wissenslandkarte aber auch wunderbar für andere Szenarien nutzen. Wir haben zum Beispiel schon ganz oft eine Bereichslandkarte erstellt. Da haben wir nicht einen Namen in die Mitte geschrieben, sondern zum Beispiel den Bereich Buchhaltung und haben dann für einen Bereich geguckt, was haben wir eigentlich für ein Wissen in unserem Bereich und wie müssen wir das vielleicht besser organisieren? Wo haben wir eine Schnittstellenproblematik? Wo können wir Prozesse verbessern? All solche Themen. Genauso kann man eine themenspezifische Wissenslandkarte erzeugen. Ich mache das zum Beispiel mittlerweile, wenn ich Seminare vorbereite, wo ich vorher noch kein Konzept für hatte. Dann schreibe ich mir das Thema in die Mitte und mache so eine komplette Wissenslandkarte für dieses Seminarthema. Nicht immer sind alle Wissenskategorien relevant. Beispielsweise das Thema Führungswissen würde ich dann nicht unbedingt betrachten. Aber auch sowas wie Projektwissen ist da zum Beispiel ganz wichtig. Was für Projekte habe ich in dem Bereich, wo ich das Seminar drüber gebe, schon mal mitbekommen? Was waren da so Lessons learned? Was kriege ich vielleicht auch in der näheren Umgebung gerade für Projekte mit? Was hat das Thema mit Arbeitsorganisationen zu tun? Kenne ich womöglich gute IT-Tools, mit denen man das Thema bearbeiten kann? Also so lässt sich diese Wissenslandkarte in verschiedenen Szenarien bespielen. Genauso kann man eben, das wird dann eben für die Einarbeitung jetzt wieder spannend, das Ganze für ein Berufsprofil machen. Das habe ich zum Beispiel vor kurzem mit der Uni Bielefeld gemacht. Die haben so ein Tutorenprogramm. Und wie das halt mit Studenten ganz normal so ist oder an der Uni, glaube ich, grundsätzlich ein Problem ist, haben die ganz, ganz viel Personalfluktuation drin. Und deswegen haben die überlegt, okay, wir müssen irgendwie auch Wissenstransfer machen. Wir müssen die neuen Tutoren schnell an die Arbeit kriegen, damit wir da eben eine gute Übergabe hinbekommen. Und die haben ein Standardberufsprofil in die Mitte geschrieben, das Berufsprofil des Tutoren, und haben versucht, daran quasi eher so einen Sollstatus zu erfassen. Was muss ein Tutor bei uns eigentlich alles wissen in den verschiedenen Wissenskategorien, damit er gut arbeiten kann? So, und lange Rede, kurzer Sinn, genauso haben wir es eben beim LWL auch gemacht und haben zum einen eben die überfachlichen Wissensaspekte in die Mitte geschrieben. Und zum anderen eben für jeden Fachbereich einzeln nochmal den einzelnen Fachbereich, also sowas wie, keine Ahnung, IT zum Beispiel. Oder auch da irgendwie Verwaltung, Buchhaltung. Genau. Das Ganze ist dabei rausgekommen. Da sieht man mal, wie riesig sowas werden kann. Es war tatsächlich ein Workshop mit über 100 Ausbildern. Und wir haben da so ein World Café-Format rausgemacht. Das heißt, jeder hat so ein bisschen an jeder Wissenskategorie gearbeitet. Diese große Wissenslandkarte ist dabei rausgekommen. Wenn man genau hinguckt, sieht man schon in einzelnen Aspekten auch hier diese Punkte, das sind im Prinzip die roten Flaggen, die ich eben gemalt habe, wo dann schon versucht wurde, Prioritäten oder Relevanzen herauszufinden. Und das Ganze, diese roten Punkte, werden dann letztendlich in einen Transferplan übertragen. Der Transferplan unterteilt nochmal hier, das ist ein bisschen ausdifferenziert in die unterschiedlichen Wissenskategorien. Das kann man so machen, muss man aber auch nicht so machen. Das heißt, die roten Punkte würde ich jetzt hier in die einzelnen Zeilen schreiben. Würde mir dann überlegen, okay, wer soll das machen? Wie soll das gemacht werden? Also was ist hier eine geeignete Methode, um das Wissen zu vermitteln? Wann wollen wir das machen? Wollen wir das am ersten Tag machen oder in der Einarbeitungswoche? Manchmal gibt es ja auch solche Azubi-Fahrten oder sowas, wo man sowas machen kann. Oder im laufenden Prozess. Und wie schätze ich den Aufwand dafür ein? Genau. Also Transferplan und gleichzeitig auch ein Einarbeitungsplan dann eben für die einzelnen Azubis. Genau, und hier, wie ich schon gesagt habe, einfach mal so eine Übersicht, was es alles für verschiedene Transfermethoden gibt. Es gibt eben nicht immer nur die Möglichkeit, entweder wir setzen uns zu zweit hin und ich erzähle dir mal alles oder ich schreibe alles auf. Genau, sondern es gibt eben eine Vielzahl von unterschiedlichen Methoden, die für unterschiedliche Aspekte dann wiederum Sinn machen. Wir hatten mal irgendwo
den Slogan abgedruckt, jeder Wissensaspekt hat seine ideale Transfermethode. Also immer zu gucken, um was für ein Wissen geht es und wie kann ich das gut transferieren an die neuen Mitarbeiter. Und das teilen wir dann eben in drei Blöcke auf. Das sind einmal die kommunikativen Methoden, also all das, wo ich kommuniziere. Das kann eben das Gespräch zu zweit sein. Wir sind großer Fan von dem Modell Mitarbeiter schulen Mitarbeiter, also interne Trainer auszubilden, die gewisse Dinge immer wieder referieren. Da erzählt Katharina gleich auch noch mal ein bisschen was zu. Ja, und verschiedene Begleitungsformate wie Patenschaften, Mentoring und so weiter. Dann die kodifizierenden oder dokumentierenden Methoden. Auch da geht es wirklich nicht nur um das stumpfe Aufschreiben, sondern wir setzen ganz viel im Moment auf das Thema Medien. Also Screencast ist so ein Stichwort, was ich super finde. Ich weiß nicht, ob es allen ein Begriff ist. Letztendlich ist das, was wir hier gerade tun, auch mehr oder weniger ein Screencast. Es geht letztendlich darum, Prozesse, die man am Bildschirm, also am PC ausführt, währenddessen einfach aufzuzeichnen. Das heißt auch hier wieder das Thema Buchhaltung, irgendein Prozess, den ich immer wieder ausführen muss, einfach währenddessen ein Screencast-Programm drüber laufen zu lassen, kurz zu dokumentieren, also zu kommentieren, was ich da gerade tue. Also keine Ahnung, jetzt drücke ich auf eine Datei und öffne auf dem Laufwerk die Datei XY. Dann wähle ich das Feld so und so aus und trage da die Kundennummer ein und so weiter und so fort. Und dann kann man kurze Videos abspeichern und den neuen Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Genau, das als ein Beispiel. Und dann gibt es natürlich noch organisatorische Methoden. Das ist dieser Block unten, die einfach so den Rahmen stellen für das ganze Thema Wissensmanagement, Wissenstransfer. Auch da ist schon viel thematisiert im MOOC, sowas wie Wiki, Suchmaschinen, verantwortlich zu benennen für Themen. Genau, also eher nicht so Einzelmaßnahmen, sondern eher so grundlegende Maßnahmen. Das war so das Beispiel LWL. Wie können wir überhaupt erstmal die Wissensaspekte finden? Und damit übergebe ich dann an dich für das Thema Goldbeck. Genau, wenn sonst erstmal keine Fragen sind, würde ich einfach einen fließenden Übergang direkt machen. Wie schon angekündigt, habe ich das Praxisbeispiel der Firma Goldbeck mitgebracht. Ist erstmal eine ganz andere Branche als der Sozialbereich, was Lisa eben erzählt hatte. Beton- und Stahlbau. Ich weiß nicht, ob Goldbeck allen was sagt. Ein Unternehmen mit ungefähr 5000 Mitarbeitern. Die haben 40 Standorte und verschiedene Werke. 7 Stück, glaube ich. 1 davon in Bielefeld. Und 2,5 Milliarden Umsatz, damit man ungefähr eine grobe Richtlinie hat als ersten Überblick. Genau, vor 2 bis 3 Jahren war das bei Goldbeck so, dass einfach ein gesteigertes Unternehmenswachstum zu verzeichnen war und die in einem Zeitraum von ungefähr einem Jahr circa 250 neue Mitarbeiter eingestellt haben. Also der Onboarding-Prozess sozusagen für eine ganz schön große Menge an Personen, die da neu ins Unternehmen kommen. Um da einfach so ein bisschen die Prioritäten zu verdeutlichen, habe ich da mal ein Zitat von der Geschäftsleitung in Richtung Personal mit auf der Folie aufgeführt, wo eben die ganz klare Ansage getätigt wurde, dass die Einarbeitung Priorität vor Projektarbeit hat. Das heißt, es musste eine strukturierte Einarbeitung stattfinden. Es sollten Einarbeitungspläne für diese Menge an neuen Mitarbeitern geschrieben werden. Und da an dem Punkt hat Goldbeck eben unsere Unterstützung gesucht. Rechts auf der Folie sieht man auch nochmal die Arbeitgebermarke Goldbeck, wo eben, wenn man bei Personalentwicklung guckt, der Punkt Einarbeitung ein eigener Aspekt ist, sodass man eben sieht, dass bis heute da wirklich eine große Priorität auch draufgelegt wurde und immer noch wird. Genau, da wurde dann natürlich auch ein bisschen Geld hingelegt, sage ich mal. Wir haben dann gemeinsam mit denen ein Online-Anmeldesystem entwickelt, um eben die in den Einarbeitungsplänen definierten Seminare letztendlich auch für den Mitarbeiter einfach abbilden zu können. Dem ersten Projektjahr gab es dann erstmal 17 verschiedene Seminarthemen, die definiert wurden und priorisiert wurden. Das ist heute eine ganz, ganz andere Zahl. Das ist genauso wie mit den eigenen Referenten, die zur Wissensvermittlung geschult wurden, was nach dem ersten Projektjahr ungefähr 38 waren. Und da wir das Projekt immer noch begleiten, kann man eben sagen, dass heute ungefähr 100 interne Referenten bei Goldbeck geschult wurden. Das ist dieses Thema Fachwissen kompetent vermitteln, Mitarbeiterschulen, eigene Mitarbeiter, um das Wissen weiterzugeben, was Lisa eben auch schon erwähnt hatte. Nach dem ersten Projektjahr wurde deutschlandweit an 3 Gesellschaftsstandorten geschult. Und das war jetzt erstmal der erste Überblick über das Gesamtprojekt und wie die einzelnen Schritte konkret ausgesehen haben, haben wir dann auf der nächsten Folie nochmal zusammengefasst. Zunächst wurden eben bestimmte Anforderungen für die verschiedenen Tätigkeitsbereiche definiert,
Bedeutet, wir haben uns Goldbeck als Gesamtunternehmen angeschaut und eben die ganzen Tätigkeitsbereiche erstmal definiert. Bedeutet, in der Baubranche hat man ja eben beispielsweise Bauleiter, die bestimmte Tätigkeiten haben. Das ist aber eben nicht alles, sondern da kommen dann eben Architekten, Gebäudetechniker, Immobilienmanager, Projektleiter, Konstrukteure etc. pp. Dazu, die eben logischerweise unterschiedliche Tätigkeitsbereiche haben. Denen wurden dann die verschiedenen Seminarthemen, die ich eben erwähnt habe, zugeordnet, sodass sogenannte Qualifizierungsmodule erarbeitet wurden. Also es gibt dann nachher, das sieht man auch auf der Folie später, konkrete Pläne, wo eben der Tätigkeitsbereich den verschiedenen Seminarthemen und Qualifizierungsmodulen zugeordnet wurden, in so einer Gesamtübersicht, dass man eben pro Position sehen kann, welche Seminarthemen für die bestimmte Position relevant sind. Genau, daraufhin wurden dann die eigenen Referenten geschult, um eben das Wissen strukturiert für die verschiedenen Tätigkeitsbereiche und Qualifizierungsmodule weiterzugeben. Das war dann eine Kombination aus internen Trainern bei Goldbeck und eben auch externen Trainern, sodass letztendlich eine strukturierte Einarbeitung stattgefunden hat und eben auch das ganze Thema eben regelmäßig auch evaluiert wird. Auf der Folie danach sieht man eben praktisch auch nochmal, wie das Ganze dann stattgefunden hat. Auf der linken Seite die Seminarthemen, die ich schon erwähnt habe. Dann dazwischen gibt es die Zeitpunkte, wann die einzelnen Aspekte geschult werden. Und da sieht man eben bei diesen kleinen Punkten, ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut erkennen kann, oben die Zielgruppe, also den Tätigkeitsbereich und wann eben genau welche Schulung stattfinden soll. Links unten ist noch einfach veranschaulicht, wie das Online-Anmeldesystem ausgesehen hat. Da war das so, dass jeder Mitarbeiter einen eigenen Login bekommen hat, sich selber einloggen konnte und sich dann eben zu den entsprechenden Seminaren, die eben durch dieses Einarbeitungsprogramm definiert wurden, auch anmelden konnte. Genau, thematisch gibt es da ganz, ganz viele auch überfachliche Themen, aber eben auch gerade in den Einstiegsprogrammen fachspezifische Themen, wie zum Beispiel AutoCAD, was auch hier bei uns geschult wird. Das ist einfach eine Software für technisches Zeichnen, was in der Einarbeitung wesentliche Relevanz hat. Dann gibt es Fachseminare wie Schallschutz etc. pp. Aber wie gesagt, eben auch übergreifende Methoden, Sprachtrainings und so weiter. Das ist dann alles in dem Goldbeck Campus abgebildet. Ich hoffe, man kann sich das erstmal so ungefähr vorstellen. Auf der rechten Seite habe ich dann nochmal eine Agenda draufgepackt. Das ist nochmal das Thema, wie Mitarbeiter die Mitarbeiter schulen, damit sie das einfach auch nochmal vor Augen haben, wie das praktisch auch aussehen könnte. Da geht es eigentlich primär darum, dass lerntheoretische Erkenntnisse vorgestellt werden und man eben erstmal schaut, wie lernen eigentlich Erwachsene in der Einarbeitung, was ist eigentlich relevant und dann eben zu schauen, wie plane ich eigentlich ein Seminar selbst, also wie vermittle ich das Wissen, was ich habe, strukturiert an meine neuen Kollegen, um dann eben auf die klassischen Seminarthemen wie Visualisierung und Medieneinsatz zu kommen, um letztendlich das Ganze auch praktisch auszuprobieren. Also das ist tatsächlich auch die Besonderheit von unseren Fachwissenseminaren, dass man mit einem konkreten Projekt, was jeder Mitarbeiter hat, zu uns kommt und das dann eben auch direkt ausprobieren kann, daran praktisch arbeitet und eben sich selber reflektiert, ob die Wissensvermittlung zufriedenstellend stattgefunden hat. Genau, das wäre jetzt erstmal das Ganze, das Ganze in kurz dargestellt. Wir müssen auf die Zeit achten. Deswegen wären wir da sozusagen auch schon am Ende, wenn Sie keine Fragen haben. Vielen Dank. Ich stelle erstmal die Frage in die Runde. Lisa, du hast diese Mindmap dargestellt, die verschiedenen Themen, die abteilungsübergreifend auch sind, zu erfassen. Was mir dabei noch unklar geblieben ist, wir würden jetzt festgelegt, welcher Bereich denn von welcher Abteilung realisiert wird. Wie werden die übergreifenden Themen jetzt vermittelt und wie zieht man jetzt die Grenzen zwischen dem, was im Onboarding jede Abteilung übernimmt? Also wie macht man die Aufgabenverteilung jetzt dann zur Basis? Ah, okay, verstehe. Genau, also wir hatten ja, das war ja sozusagen das Ergebnis dieser bereichsübergreifenden Wissenslandkarte, die wir mit den 100 Ausbildern erarbeitet haben. Und wir sind dann dazu übergegangen, einen Arbeitskreis zu bilden. Es gibt jetzt einen Arbeitskreis, da sind, glaube ich, 12 Ausbilder noch drin,
den wir ein bisschen unterstützen. Und die arbeiten genau das, was du fragst, gerade aus. Also die überlegen sich jetzt, okay, welche Wissensaspekte davon sind wichtig, wie wollen wir die übertragen, wie wollen wir die transferieren und welche Methoden nutzen wir dafür und wer macht das auch? Macht das jetzt der Fachbereich oder die Einarbeitungswoche? Also da haben wir so ein Expertenteam zusammengestellt, aus den verschiedenen Bereichen zusammengesetzt und die entwickeln das und geben das dann letztendlich für die gesamte Organisation vor. Das ist quasi das Ergebnis, was wir bei Goldbeck in den Einarbeitungsplänen haben. Genau. So, die zweite Frage, die ich hatte, vielleicht erübrigt die sich, war das auch diese soziale Integration mit Teil dieser Aufgabe oder sollte bei eurem Tortendiagramm das vorhin bedeuten, dass die soziale Integration nicht mit Bestandteil von eurem Thema war? Das war ja so ein bisschen rausgezogen. Genau, da ging es ja um die einzelnen Phasen. Uns war einfach wichtig, dass wir das den ganzen Onboarding-Prozess in Gänze nochmal einmal darstellen. Da gehört die soziale Integration der Vollständigkeit halber natürlich dazu. Ich hatte ja schon gesagt, dass wir bei unseren Beispielen genau bei dem Onboarding-Prozess, also der strukturierten Wissensvermittlung und der Fortbildung angesetzt haben und in dem Sinne die soziale Integration unabhängig davon stattfindet. Genau, was wir schon betrachtet haben, jetzt gehe ich nochmal hier hin, ist es im Rahmen der Wissenskategorie Unternehmenskultur. Die haben wir ja schon betrachtet und da wurden dann schon so Dinge diskutiert wie, wie wollen wir beim LWL, miteinander arbeiten, ich fange dann mal so Geschichten an, duzen wir uns oder siezen wir uns, was ist uns wichtig, was sind eigentlich unsere Werte und wie können wir die vermitteln, also das haben wir schon andiskutiert auch in dieser Wissenslandkarte. Finden sich diese Werte auch in der Auswahl der Methoden wieder? Ja, ich glaube schon. Hast du ein Beispiel für deine Frage? Also denkst du an was Konkretes gerade? Na, du kannst ja zum Beispiel sagen, okay, du machst so eine Art World Café, um Informationen und Wissen weiterzugeben. Oder du machst es als, ich sag mal, Präsenzvortrag. Dass du also sagst, okay, wenn wir jetzt eine Kultur haben, die auf Augenhöhe zum Beispiel abzielt, dann nutze ich mehr so interaktive Formate, wo jeder gleichwertig seine Wissen und Fragen loswerden kann. Oder hier, ich habe praktisch eine klassische hierarchische Struktur. Da hat sowas bei der Auswahl der Methoden schon eine Rolle gespielt dann, wenn ich sage, okay, wie vermittle ich das Ganze? Ich glaube, ja, also glaube ich schon. Ich glaube, das spielt auch oftmals automatisch eine Rolle. Also Beispiel, das mir gerade einfällt, ob Unternehmen sich eher für eine Mentoring-Variante entscheiden, wenn sie über Begleitungsformate nachdenken. Also wirklich eher, es gibt einen Mentor und es gibt einen Mentee. Das hat ja schon eine Hierarchie auch irgendwo. Oder ob sie sich eher für so Patenschaftsmodelle entscheiden, wo sie wirklich ganz bewusst sagen, okay, wir nehmen einen erfahrenen und einen jungen oder neuen Mitarbeiter. Wir haben aber das Ziel, dass beide voneinander lernen. Also dass auch der ältere Mitarbeiter, der erfahrene Mitarbeiter vom neuen Mitarbeiter lernt. Ich glaube, das hat schon viel damit zu tun, wie generell die Kultur im Unternehmen ist. Also ich glaube, das kommt ganz automatisch mit, dass man sich eben für die Methoden entscheidet, die eher passen. Genau. Also das setzen wir ja nicht vor. Wir sagen ja nicht, okay, ihr müsst jetzt einen Screencast machen, sondern versuchen ja mit den Verantwortlichen gemeinsam da irgendwie die richtigen Methoden zu finden. Und ich glaube, da spielt auf jeden Fall die Unternehmenskultur eine wichtige Rolle, ja. Und unabhängig von der Kultur hängt das ja dann häufig auch von der Infrastruktur des Unternehmens ab. Wenn man jetzt zum Beispiel in Richtung Screencasts denkt, dann müssen da ja auch die IT-Bestimmungen des Unternehmens etc. so sein, dass man diese Transfermethode auch nutzen kann. Also das ist dann, glaube ich, immer sehr individualisiert vom Unternehmen abhängig. Es gibt ja so diese typischen zwei Einarbeitungsfälle. Das eine ist quasi der Idealfall, dass der Nachfolger schon da ist, wenn der Ausscheidende noch da ist. Mhm. Und dann gibt es ja ganz oft die Fälle, dass der erst kommt, wenn der andere schon weg ist. Ganz einfach, damit die Leute nicht doppelt bezahlt werden. Mhm. Gab es dort relevante Unterschiede zwischen diesen beiden Praxisbeispielen, dass das bei dem einen mehr überschneidend war, bei dem anderen vielleicht, dass die schon weg gewesen sind? Wie sind die Erfahrungen dort? Also ich glaube, bei diesen Praxisbeispielen, die wir jetzt vorgestellt haben, war das eher nicht so relevant, weil es da wirklich grundsätzlich um Einarbeitungselemente ging und nicht so sehr um dieses, der eine scheidet aus, der andere kommt nach Thema ging. Trotzdem haben wir das in der Praxis ganz, ganz oft. Also klassisches Beispiel sind so Stadtverwaltung bei uns immer. Das ist, erlebe ich das immer wieder, dass die Positionen eben nicht doppelt besetzen, sondern der eine geht und dann ein paar Wochen später kommt der neue. Man hat gar keine Möglichkeit, den neuen einzuarbeiten. Gerade dafür finde ich halt persönlich wirklich so Methoden wie Videos oder Screencasts oder sowas super, weil man da immer noch relativ realitätsnah versuchen kann, eben zu dokumentieren, was man da tut, damit der andere eben daraus lernen kann.
Ich habe immer noch so eine Standardfrage, die stelle ich eigentlich fast in jeder Live-Session. Das ist das Thema, ihr habt ja jetzt zwei Praxisbeispiele genommen und es ist ja immer so, man hat am Anfang eine Idee, man geht diese Sache an und dann sammelt man so Erfahrung und sagt, okay, das hatte ich mir am Anfang anders vorgestellt, das machen wir heutzutage anders. Oder die zweite Frage, die genau in dieselbe Richtung führt, was würde ich jetzt anders machen, wenn ich das Ganze nochmal machen würde? Also was sind die Erfahrungen, die man in dem Prozess gelernt hat? Bei dem LWL-Beispiel ist es gerade schwer zu antworten, weil der Prozess eben noch nicht ganz durch ist. Also wo gab es so Schwierigkeiten zum Beispiel, wo man sich das einfacher vorgestellt hat oder wo man seine Strategie nochmal ändern musste? Also was tatsächlich eine Herausforderung war oder ist dieses Instrument der Wissenslandkarte an sich. Nicht jeder ist ein Typ, der gerne mit Mindmaps arbeitet. Wir machen das tatsächlich, also dass wir das jetzt digital mit dem X-Mind, das Programm übrigens, falls das für irgendjemanden spannend ist. Wir machen das normalerweise nicht digital, sondern arbeiten wirklich mit unseren Stiften an der Flipchart. Das ist nicht für jeden was. Das heißt, das war gerade beim LWL so eine Herausforderung, wenn man da mit 100 Ausbildern sitzt. Da ist da auf jeden Fall auch ein gewisser Teil dabei, der eben, ja, dem diese Methode an sich nicht zusagt. Das war schon eine Herausforderung, mit denen gleich an so einer Methode, also mit so einer Methode zu arbeiten, die denen gar nicht bekannt war vorher. Müsste man mal überlegen, wie man das vom Prozess besser gestalten könnte, dass ja, im Prinzip diese Heranführung an die Methode ein bisschen besser gelingt. Das war so eine Herausforderung, die wir in dem Beispiel hatten. Ja, bei Goldbeck kann ich jetzt einfach auch nur ganz kurz sagen, war das ja am Start sozusagen auch die Herausforderung an sich schon so eine große Menge an Personen sozusagen neu einzuarbeiten. Da war das ja am Anfang alles komplett im Aufbau und hat sich einfach über die Jahre hin ja wesentlich professionalisiert. Also dass man am Anfang, wie ich schon angedeutet hatte, einfach mit einem bestimmten paar Seminarthemen gestartet ist, die ersten Mitarbeiter geschult hat und sich das Ganze einfach professionalisiert hat. Die Mitarbeiter haben dann eine gewisse Routine, die Mitarbeiter, die jetzt kommen, einzuarbeiten. Das Seminarprogramm ist wesentlich größer geworden. Das Online-Tool hat sich auch nochmal verändert. Genau, und das sind einfach so die Themen, die sich bei Goldbeck entwickelt haben. Gibt es noch weitere Fragen aus der Runde? Ich sehe derzeit nämlich keine. Deswegen möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich hebe jetzt auch mal die Stummschaltung von den Leuten auf. Vielen Dank bei euch beiden nochmal und auch für die praktische Demonstration im X-Mind. Sehr gerne. Gut. Dann ja, einen schönen Abend. Und vielen Dank auch allen Teilnehmern, die da gewesen sind und heute Nachmittag sich Zeit genommen haben. Super, also, perfekt. Schönen Abend noch, ne? Danke. Bis dann. Tschüss.